Seid willkommen, meine lieben Zuschauer, und schön, dass ihr da reingeschaltet habt. Es ist Montag und zwar spielen wir wieder Let's Play Skylanders und ich habe was ganz Cooles mit dabei und zwar das hier für euch. Ho, ho, ho. Yeah, Bitches. Entschuldigung, habe ich das wirklich gesagt? Ich freue mich so, Mann. So geil, dieser Kerl zieht durch den rein. Yay. Jetzt bin ich ein Sensei und kann deinen Imaginators jede Menge beibringen. Zieht's euch rein. Jingle Bell Chompy Mage. Sehr, sehr geil. Freue ich mich riesig drauf. Und welches ist unsere Klasse, Chompy Puppe? Panzerbrecher. Oh, wirklich? Also gut, sieh dir diese Geheimtechnik an. Alles klar, ziehen wir uns rein. So, wie geil ist das denn? Der gute Jingle Bell Chompy Mage hat ja so ein bisschen sich als Weihnachtsmann verkleidet, deswegen habe ich den auch mal gewählt. Ich fand, das war sehr passend. Ein riesen Dankeschön nochmal an euer Feedback zu meiner ersten Folge Creatinators. Wer es noch nicht gesehen hat, habe ich am Samstag hochgeladen. Schaut es mir bitte an, da habe ich ein Minecraft-Skelett gebaut. Und dazu brauche ich euer Feedback, damit ihr das Format weiter mit mir entwickelt. Und hier im Let's Play werden wir uns natürlich erstmal wieder um die Story kümmern, aber heute im Jingle Bell Chompy Mage. Warum bin ich denn noch in der Arena? Ich würde hier gerne wieder raus. Oder muss ich hier die Arena erstmal durchspielen? Mal gucken, ob ich irgendwo raus kann. Ich glaube, ja, ich kann mich porten, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar zurück zum Ort, genau. So, raus geht's. Und wir werden uns mal wieder um die Story kümmern. Wir haben ja das letzte Mal das erste Level abgeschlossen, was sehr cool war. Ich habe mich riesig gefreut. Mir macht das Game auch wirklich sehr viel Spaß. Ich werde es auch weiter aufnehmen, auch wenn die Zuschauerzahlen nicht so überragend sind. Macht mir auf jeden Fall mega Bock. So, wir reisen mal zur Akademie. Okay, der Kollege geht auf jeden Fall richtig Gas. L1, Tipp. Was steht hier? Okay, Tipp heißt einfach nur, dass ich da hochgucken kann. Danke dafür, Spiel. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wir sind noch Level 1, das heißt, es wird ein bisschen anstrengend, mit dem Sensor hier durch die Gegend zu rennen, aber da kennen wir nichts. Das machen wir einfach. Ah ja, oh Gott, guck mal, da starten sich hier schon die Truhen. Sollten wir vielleicht mal ein paar einsammeln, dass wir endlich mal neue Gegenstände kriegen. Belohnungskiste, was ist drin heute? Selten, oh, ich bin gespannt. 3, 2, 1. Neuer Armschutz. Yeah. Set-Teil gefunden. Really? Aber cool. Vom Wilderniskrieger kriegen wir ein Set-Teil dazu. Sehr schön. Und die nächste Kiste, Leute. Oh, oh, da war einiges. Oh, heiliger Schuss, da ist so viel drin. Okay, häufig. Neuer Kopf. Yeah, Raketenkopf. Set-Teil gefunden. Läuft bei mir. Was haben wir noch in der Kiste? Neue Brust. Endlich eine Brust. Set-Teil gefunden. Ich glaube, ich krieg diesen Take-Abenteuer komplett hier aus dieser Kiste. Neue Arme. Set-Teil gefunden. Sieht schwer danach aus. Und das letzte Teil. Neue Aura. Elektronenaura. Vollständig. Yes, baby. Raketenkamm, ultimativ. Geiles Ding, Mann. So, wir haben noch drei Kisten vor uns. Wie geil ist das denn? Wieder häufig, wieder vier Set-Teile, so wie es aussieht. Mal gucken, was da drin ist. Neue Arme. Feuertänzer. Set-Teil gefunden. Und weiter geht's. Neue Beine. Set-Teil gefunden. Die Beine sehen echt witzig aus. Sieht aus wie so ein Untersetzer von der Blume. Neue Brust. Set-Teil gefunden. Und das letzte Teil und dazu noch das legendäre Teil. Vollständig. Gefällt mir sehr gut. Und was kriegen wir jetzt? Dazu die Federn. Kopfbedeckung ist häufig. Oh, ich dachte, das wäre was Legendäres. Erhaltet beim... Okay, passt mal auf. Hier, dieser Gespenster-Kreationskristall. Da habe ich diese Kiste bekommen. Und die Kiste... Ja gut, schaut euch einfach das Video an. Mein erstes Creatinators-Video. Bevor ich da irgendwas verrate über die Kristalle. Und ihr seht, wieder Set-Teile. Sehr geil. Neue Brust. Set-Teil gefunden. Eine Wolfsbrust. Neue Arme. Set-Teil gefunden. Ich liebe Arme, Leute. Neue Beine. Set-Teil gefunden. Endlich Wolfsbeine. Wozu rasieren, Leute? Und das letzte Teil. Neue Ohren. Neue Ohren. Ja, danke. Set vollständig. Uhu. Ich habe noch viele andere Kristalle hier, die ich alle noch nicht ausprobiert habe, aber werden heute mal, wie gesagt, als Jingle Bell Chompy Mage rumlaufen. Und die letzte Kiste machen wir noch auf und auch von Chompy Mage nämlich. Ultimativ, was ist das? Neuer Rucksack. What the fuck? Wie geil ist das denn? Feier ich. Ein Rucksack. What the fuck? So, wir sind durch.
Was heißt das, Chompy-Puppe? So. Was fragst du mich? Ich bin nur eine Puppe. Redet er mit seiner Puppe? Ist er wirklich so durchgeknallt? Ich will den Rucksack haben, Leute. Ich will den Rucksack haben. Was haben wir denn hier? Chompsuka. Drücke Viereck, um lebende Chompies aus deiner Bazooka abzufeuern. Das ist so nice. Sprich zur Hand. Drücke Kreis, um die Puppen kreischen von dem Leben ausgehörte Magie. Schmeckt schon wie ein Hühnchen. Jetzt haben wir Chompy-Haufen. Da muss ich wieder... Ah, guck mal. Da muss ich wieder Geld dafür zahlen. Habe ich noch nicht. Alles klar. Da haben wir auch noch einiges zu tun. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie dieser Baum hier funktioniert. Habe ich selbst noch nicht benutzt. Und zurücksetzen ist wahrscheinlich einfach nur... Nein, ich will die nicht zurücksetzen. Wie komme ich denn aber in den Creator? Wie kann ich denn... Ich kann ihn drehen. Wie komme ich denn an den Rucksack ran? Schreibt es ja auch in die Kommentare. Wie gesagt, Learning by Doing. Ich mache das Let's Play mit euch zusammen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir brauchen definitiv hier die Akademie. Auf geht's, rein in die Akademie. So, denkt auch dran, die Creator-App wird auch genutzt in meinem Videoformat Creatinators. Schaut mal rein, letztes Video Minecraft habe ich da das Skelett erstellt. Sehr witzig geworden, das Video. Würde mich über euer Feedback freuen, Leute. Ah ja, ich verlinke es aber ganz am Ende in der Endcard von dem Video, okay? Dann oh braucht ihr nicht so weit gucken. Das kann ich nicht, der Doomlander-Angriff hat die Bibliothek in Trümmer gelegt. Oh, und Flynn steckt fest. Hast du Lust auf eine kleine Rettungsmission, Skylander? Falls du Flynn noch nicht kennst, das ist eine große Ehre. Zumindest laut ihm. Jetzt frage ich mich aber gerade, muss ich mit jedem Skylander Flynn immer separat befreien? Weil das habe ich schon gemacht in der Bibliothek. Oder sehe ich das falsch? Da muss ich gleich mal was ausprobieren. Wechsel mal kurz meinen Skylander-Kumpel. Und zwar für die nette... Ich herrsche souverän. Queen. Aber mit der Queen habe ich den schon gerettet. Komisch. Das irritiert mich dann doch, okay. Hier gibt es eine Verbesserung, kann ich noch mehr davon auswählen? Wir probieren jetzt mal. Ach, Leute, natürlich, guck mal. Geflügelte Skarabäen belegen Gegner jetzt mit Goldstaub, der sie vorübergehend verlangsamt. Sehr nice. Guck mal, ich habe natürlich mit der schon ein bisschen Geld, sehe ich gerade. Das hatte ich natürlich mit dem anderen Skalender nicht, den ich jetzt, Sensei, Entschuldigung, mit dem Jingle Bell Chompy Mage. Irritiert mich jetzt aber ein bisschen. Da sind wir Level, was sind wir da, was hat denn die für ein Level? 2 auch nicht mehr. Okay, dann muss ich mal das nächste ausprobieren. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen durch die Skyline durch. Die Senseis. Gucken, was King Pen so drauf hat. Der hat für ein Level, da sind wir schon mal Level 5. Mich wundert es trotzdem, dass ich... ist nur so stark wie ihr schwächster Wert. Okay, was haben wir denn hier alles Geiles? 1200, okay, ich habe genug dafür, soll ich mal kaufen, ne? So, dann hier noch 900, 1200. Das geht genau auf, sehr schön. Alles klar, und jetzt geht's nicht weiter. Was habe ich denn da alles? Die Reichweite von Frostatem ist erhöht. Okay, um halte Kreis, um eine Eislage zu verbrauchen. Ich glaube, wir werden uns noch mal ein bisschen hier weiter mit dem guten King Pen bewegen, weil der einfach vom Level her der Beste ist. Schreibt mir mal, wie es mit dem Level funktioniert. Und ich frag mich jetzt gerade wirklich, warum ich den noch mal befreien muss, hier den Kollegen. Das habe ich doch schon gemacht. Oh ja, wir haben schon wieder eine Kiste bekommen. Da mal rein zappen. Ah ne, doch nicht. Wahrscheinlich die oben auf dem Haufen. Rein da in die gute Stube. Weil dieses Rätsel, ich kann mich sehr gut daran erinnern, habe ich doch schon gelöst. Dann würde ich sagen, schieben wir auch erstmal einfach noch ein bisschen die Treppen hier rum. Müssen wir anscheinend trotzdem machen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, warum. Weil gespeichert habe ich es definitiv. Oder ich hoffe, ich habe es gespeichert, als ich die PlayStation ausgemacht habe. Wenn nicht, dann entschuldige bitte, dass wir es normal machen. War zum Glück nicht so anstrengend. Dieser Eisstrahl ist echt nice. Wenn ihr auch Skylanders habt... Skylanders Imaginators. Was ist denn euer Lieblingssensei zurzeit? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Wo ihr sagt, Mensch, Ralf, spiel doch mal den oder welchen ihr habt, der cool ist. Wir zerstören natürlich wieder alles. Wir hauen wieder alles kurz und klein. So kennt man uns. So, das Gold oben schnappt uns natürlich auch. Alles noch ein bisschen dauert, bis hier unsere... Kann ich da rechts rüber springen? Ah, wahrscheinlich nicht. Und das Gold noch mitgenommen. So, wir fahren einmal darüber. Einmal hoch, bitte. Danke. Jetzt
müssen halt oben diese Brücke bauen, wenn ich mich täusche. Vorne haben wir so eine Schnecke, glaube ich. So, rüber hier. Wollte sie einfrieren, hat nicht funktioniert. Hätte er sein können. Lauf schneller, Kingpin, lauf schneller. Kann nicht sein, dass die Schnecke schneller ist als ich, oder? Kiste! Und was ist drin, Leute? Ich bin sehr gespannt. Ein häufiger Gegenstand. Neue Bogenkämpferwaffe. Waldgeist Doppelbogen. Den kann ich ja gleich mal mein Skelett benutzen. Schön! Wieder was bekommen. So, was ist denn da drin? Ah Gott, das nächste Rätsel. Den schicken wir einfach direkt ins Ziel. Draufgeschissen. Yay, ich freue mich auch. Lass mich weitergehen. Diese ganzen Münzen immer. Komm hier nicht drum rum. Ich glaube, hier muss ich mit dieser Kanone, genau. Hier drüben. Hallo, Bruder. Diese Bücher versperren mir den Weg. Wer hätte gedacht, dass die so schwer sind? Nutze einfach dieses praktische Ding zum Stapeln von Büchern, um eine Brücke zu mir zu bauen. Wer hätte gedacht, dass Bücher sowas auch können? Logisch mache ich das. Gar kein Thema, Bruder. Helfe ich dir. Auf geht's, kommt eins. Und auf geht's, hier. Zack, ziehen, feuern. Brücke bauen, Brücke bauen. Mehr Brücke bauen. Wer liest diese Bücher überhaupt? Die sind riesig. Keiner liest die Bücher, die braucht man nur zum Brücken bauen. Ist ja logisch. Genauso wie diese Kanone hier. Ich kapiere einfach nicht, wie ein Buch mehr wiegen kann als eine Person. Wer so. Es auf Anhieb schafft, hat ein Recht zu prahlen. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich hab's zum ersten Mal geschafft, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Ich könnte heulen. Hey Bruder, was geht ab? Wow, du hast mich gerettet. Gerne schön. Gehen wir jetzt da raus und erzählen allen von meinen großartigen und heldenhaften Taten. Natürlich. Und dass es mir gut geht. Aber cool. Hauptsächlich von meinen Taten. Alles da. Aber bevor wir das alles tun, wie wär's mit einem Selfie mit mir, damit du all deinen Freunden beweisen kannst, dass du Captain Flynn wirklich getroffen hast? Den Mann, den Mythos, das Boom. Ja, ja. Ich mach hier drüben auf diesen Selfie-Platz. So, ich wechsle mal den Imaginator, weil ich will mit jemand anderem ein Selfie machen, und zwar mit dem guten Weihnachtsfuzzi. Also, bin mir nicht ganz sicher, was er ist. Auf jeden Fall habe ich Bock, mit dem zu spielen. So, hinter. Warte mal, hier, ich glaube, mit der Handpuppe sieht es nämlich sehr witzig aus. Selfie! Warte mal, ich will L2, sowas. Ich halte sehr still und bin bereit, wann immer du das perfekte Bild hast. Natürlich ist jedes Bild von mir perfekt. So, ich bin mal sehr gespannt. Ich würde sagen, hier, das da. Kommt doch ganz gut, oder? So ein bisschen schräg hier. Ich bin begeistert. Das gefällt mir sehr gut. Das ist mal ein gut aussehender Kerl. Oh, du siehst auch gut aus, Skylander. Du kannst dieses Selfie speichern oder versuchen, ein noch besseres zu machen. Das ist schon cool geworden. Das gefällt mir gut. Danke dir, alles gut, ich bin ja, happy. Skylander, ich weiß, dass dir vermutlich die Worte fehlen, um auszudrücken, wie großartig es war, diesen gemeinsamen Moment festzuhalten. Aber keine Sorge, dein ehrfürchtiger Gesichtsausdruck spricht Bände. Mach Selfies, wo immer du magst, aber wenn du sie auf einem dieser besonderen Selfie-Platz-Dinger machst, gewinnst du etwas. Frag nicht wieso, nimm es einfach hin. Wieso? Okay, cool. Sprich mit Persephone. Das klingt so, als hätte die, als wäre es ein Telefonanbieter. So, meine Kleine, wie geht's dir denn? Hallo, sehr gern. Ich bin hier, um dir neue Kräfte zu geben. Yay! Du kannst dein Gold in magische Verbesserungen verwandeln. Okay. Sieh's dir an. Leider habe ich kein Gold. 146 ist wohl ein bisschen zu wenig, aber danke dafür, Schätzchen. Du kannst deinen Skylander außerdem jederzeit verbessern. So, kommen wir da nochmal rein. Was heißt das, Chompy-Puppe? Genau dasselbe, ne? Was fragst du mich? Ich bin nur ein... Ah, guck mal, Spyro sagt wieder was. Hast du gesehen, welches Buch dieser Doomländer aus unserer Bibliothek gestohlen hat? Das habe ich. Und als dieser Doom-Dingsy diesen großen, bösen Kerl gesehen hat, hat er sich ganz fix aus dem Staub gemacht. Und was war das nun für ein Buch? Irgendwas über natürliche Vorkommen von Imaginite-Splittern am Pilzfluss. Aber zurück zu meinem großartigen und heldenhaften Auftritt. Imaginite? Die Bausteine der Kreation der Alten? Eben diese, wenn nun Chaos. Und der Pilzfluss?
Ich glaube, Gil Grunt und sein Team patrouillieren gerade in diesem Gebiet. Dann müssen wir auch dorthin. Los! Klingt eine Aufgabe, Leute. Wir haben ein neues Ziel und zwar müssen wir runter an den Fluss. Kreationskristall Wasser enthält Piratenset. Ja, den muss ich auch noch ausprobieren. Es gibt so viele coole Sachen, die ich noch machen soll, Leute. Ja, ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich das am besten machen soll als Video. Bist du bereit, die Sache durchzuziehen? Ich würde sagen, wir sind bereit. Willst du jetzt zum Pilzfluss? Also Leute, wir reisen jetzt zum Pilzfluss. Das Ganze machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, weiterhin eine gute Zeit und ich hoffe, euch gefällt mein Let's Play von Skylanders. Macht's gut, ich bin draußen. Euer Ralf. Peace out.